Rousseau hat viele törichte Dinge gesagt, und zu seinen törichtsten und zugleich berühmtesten Äußerungen gehört der Satz: Der Mensch ist frei geboren und doch überall in Ketten. Dieses hochtrabende Wort verschleiert das Wesen der Freiheit. Denn wenn Freiheit die Fähigkeit ist, sich frei von Zwängen zu entscheiden, dann ist der Mensch in Ketten geboren. Und was das Leben von ihm fordert, ist die Befreiung. Die Befähigung eines Menschen zur freien Entscheidung hängt von seinen inneren und äußeren Gegebenheiten ab. Die inneren, das heißt sein Charakter, seine Persönlichkeit oder seine Psyche, mit seinen Ansprüchen und Wünschen sowie seinen Abneigungen und seiner Selbstzucht, treiben ihn zu verschiedenen Handlungen an und halten ihn gleichzeitig von ihnen ab. Seine äußeren Gegebenheiten, das heißt seine biologische Ausstattung und seine physikalische und soziale Umwelt einschließlich seiner körperlichen Fähigkeiten sowie das Klima der Kultur, der Gesetze und der Technologie seiner Gesellschaft regen ihn zu Handlungen dieser oder jener Art an und hindern ihn an anderen. Diese Gegebenheiten formen und definieren Umfang und Qualität der Optionen eines Menschen. Allgemeiner gesagt, je mehr Kontrolle der Mensch über seine innere und äußere Verfassung gewinnt, desto freier wird er. Kann er diese Kontrolle nicht verwirklichen, bleibt er versklavt. Und verliert er sie, nachdem er sie erreicht hatte, wird er zum Sklaven. Nun hat die Freiheit des Menschen allerdings eine wichtige Grenze, nämlich die Freiheit anderer Menschen. Die äußeren Umstände, die der Mensch zu meistern sucht, schließen ja auch andere Menschen und gesellschaftliche Einrichtungen ein, so dass sich ein komplexes Gewebe wechselseitiger Interaktionen, Interdependenzen ergibt. Oft kann ein Mensch seinen Spielraum für zwangfreie Entscheidungen nur dadurch erweitern, dass er den seines Mitmenschen einengt. Das gilt selbst dann, wenn einer nur die Selbstkontrolle will und andere durchaus in Frieden lässt. Seine Selbstzucht wird es anderen schwerer, wenn nicht gar unmöglich machen, ihn zu lenken und zu beherrschen. Schlimmer noch, wenn der Mensch Mitmenschen unter seine Kontrolle zu bringen trachtet, hat seine Freiheit ihre Unfreiheit zur Folge. Die unbeschränkte Maximierung zwangfreier Entscheidungen aller ist eindeutig ein Ding der Unmöglichkeit. So kommt es, dass die persönliche Freiheit wahrscheinlich bleiben wird, was sie immer gewesen ist. Ein hoher Preis für hartes Bemühen mit der Maßgabe, das Geltungsbedürfnis, das die persönliche Autonomie ausreichend sichern kann und die Selbstzucht, die die Autonomie anderer zu wahren vermag, in einem delikaten Gleichgewicht zu halten. Der Mensch ist das in Ketten geborene, unschuldige, hilflose Opfer innerer Leidenschaften und äußerer Zwänge, die ihn formen und nicht aus ihrem Griff entlassen. Die persönliche Entwicklung ist demnach ein Prozess der individuellen Befreiung, bei dem Selbstdisziplin und Selbstlenkung an die Stelle innerer Anarchie und äußerer Zwänge rücken. Daher erfordert persönliche Freiheit nicht nur die Freiheit von willkürlicher, politischer und zwischenmenschlicher Kontrolle, nicht nur Beherrschung der technischen Komplexitäten kunstreicher Gebrauchsgegenstände und so viel Geltungsbedürfnis und Selbstvertrauen, dass eigene schöpferische Kräfte entwickelt und präsentiert werden können, sondern vor allem Selbstzucht. Die dialektische Wechselwirkung der gegeneinander gerichteten Tendenzen oder Themen Freiheit und Sklaverei, Befreiung und Unterdrückung, Tauglichkeit und Untauglichkeit, Verantwortung und innere Freizügigkeit, Ordnung und Chaos,
die für das Wachstum wie für das Leben und Sterben des Individuums so wesentlich sind, sie also wird in der Psychiatrie und in ihr verwandten Fachrichtungen in die einander widersprechenden Tendenzen oder Themen Reife und Unreife, Unabhängigkeit und Abhängigkeit, Geistesgesundheit und Geisteskrankheit, Normalität und Wahnsinn umgewandelt. Nach meiner Meinung sind alle diese psychiatrischen Termini unangebracht und unbefriedigend, denn jeder vernachlässigt den wesentlichen moralischen und politischen Charakter der menschlichen Entwicklung und der sozialen Existenz oder lenkt von ihm ab. So werden die menschlichen Beziehungen und das persönliche Verhalten durch die Sprache der Psychiatrie ihrer ethischen Eigenschaften entkleidet und entpolitisiert. Dem habe ich in meiner bisherigen Arbeit vielfach entgegenzuwirken versucht, indem ich Ethos und Politik wieder den ihnen gebührenden Platz in Fragen der sogenannten Psychohygiene und der Geisteskrankheit zuwies. Kurzum, ich habe mich bemüht, die Sprache der Psychiatrie wieder ethisch zu machen und zu repolitisieren. Obgleich die in diesem Bande gesammelten Essays in einem Zeitraum von über 10 Jahren entstanden sind, behandelt jedes einen bestimmten Aspekt desselben Problems, nämlich das Verhältnis zwischen Ideologie und Geisteskrankheit, wie es Theorie und Praxis der Psychiatrie widerspiegeln. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen haben nach meinem Dafürhalten eine zweifache Bedeutung. Sie definieren die moralische Zwickmühle der gegenwärtigen professionellen Psychohygieniker und erhellen zugleich das politische Grundproblem unserer Zeit oder vielmehr der Condition Human überhaupt. Meine Auffassung der Psychiatrie als einer wesentlich moralischen und politischen Angelegenheit brachte mich zur Neubewertung zahlreicher Situationen, in denen diese Perspektive am eindeutigsten zu neuen Einsichten zu führen schien. Beispielsweise Erziehungswesen, Recht, Empfängnisverhütung, Kampf gegen Drogenmissbrauch, Politik und natürlich die Psychiatrie selbst. In jedem Falle versuchte ich zu zeigen, dass einerseits der Mensch durch sein Streben nach Befreiung von der Last seiner moralischen Verantwortung seine Lebensprobleme mystifiziert und technisiert und andererseits der davon ausgelöste Ruf nach Hilfe mit einer Verhaltenstechnologie beantwortet wird, die bereit und willens ist, dem Menschen seine moralische Bürde abzunehmen, indessen um den Preis, dass sie ihn als Kranken behandelt. Dieses menschliche Bedürfnis und die professionell-technische Antwort darauf bilden einen sich selbst nährenden Kreislauf und erinnern an das, was in der Kernphysik eine Brüterreaktion heißt. Einmal begonnen und einem kritischen Stadium angelangt, hält sich der Prozess selbst in Gang und verwandelt immer mehr menschliche Probleme und Situationen in technische Spezialprobleme, die von den Psychohygiene-Fachleuten gelöst zu werden haben. Dieser Prozess erlief im 17. Jahrhundert an und ging im 18. zügig weiter, wurde in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts kritisch, er wurde explosiv. Seither hat die Psychiatrie im Verein mit ihren Schwesterdisziplinen Psychoanalyse und Psychologie immer größere Bereiche des persönlichen Verhaltens und der sozialen Beziehung für sich beansprucht. Die Unterwerfung der menschlichen Existenz oder des Lebensprozesses durch die Psychohygieneberufe begann mit der Identifizierung und Klassifizierung sogenannter Geisteskrankheiten und gipfelt dieser Tage in der Behauptung, das ganze Leben sei ein psychiatrisches Problem, welches die Verhaltenswissenschaft zu lösen sich aufgerufen sehe. Nach Ansicht prominentester Sprecher der Psychiatrie ist dieser Prozess jetzt abgeschlossen. Howard P. Rome zum Beispiel, Senior Consilarius für Psychiatrie an der Mayo-Klinik,
Und früherer Präsident der American Psychiatric Association sagt uns zuversichtlich, heute kann die Psychiatrie im Grunde die ganze Welt als ihr eigenes Tätigkeitsfeld betrachten und braucht vor der Größenordnung dieser Aufgabe keineswegs zu erschrecken. Wie alle Überfälle begann auch die Einmischung der Psychiatrie in die Lebensreise des Menschen an den Grenzgebieten seiner Existenz und griff dann allmählich nach innen über. Als erstes erlag dem Ansturm das, was wir mittlerweile als offenkundige oder schwere Fälle von Geisteskrankheit zu betrachten gewohnt sind. Das heißt, die sogenannten hysterischen Konversionen und die Psychosen, die heute fraglos als psychiatrische Erkrankungen akzeptiert werden, während sie früher eine Sache der Literatur, der Mythologie und der Religion waren. Unterstützt und angespornt wurde die psychiatrische Machtergreifung durch Logik, Bilderzauber und Rhetorik der Wissenschaft, zumal der Medizin. Wer wollte da der Behauptung widersprechen, dass die Person, die sich krank verhielt, es aber nicht wirklich war, hysterisch genannt und zum geeigneten Gegenstand neuropsychiatrischer Verrichtungen erklärt werden müsste? War das denn nicht einfach ein Fortschritt der medizinischen Wissenschaft ähnlich ihren Fortschritten in Bakteriologie oder Chirurgie? Und ebenso gefragt, wer konnte Einwände erheben, wenn andere geistesgestörte Personen, zum Beispiel solche, die vor der Herausforderung des wirklichen Lebens in ihre selbst geschaffenen dramatischen Produktionen auswichen, oder solche, die falsche Identitäten vorgaben, weil sie mit ihren wirklichen nicht zufrieden war. Wenn diese Irren also Schizophrene und Paranoiker von der Psychiatrie mit Beschlag belegt wurden? Nach der Jahrtausendwende und ganz besonders nach den beiden Weltkriegen hat sich das Tempo der psychiatrischen Unterwerfung rapide beschleunigt, mit dem Resultat, dass heute zumal im wohlhabenden Westen sämtliche Lebensprobleme und Schwierigkeiten als psychiatrische Krankheiten betrachtet werden und jedermann, bis auf die Diagnostiker, als geistesgestört gilt. Man kann tatsächlich ohne Übertreibung sagen, dass das Leben selbst jetzt als eine Krankheit gewertet wird, die mit der Empfängnis beginnt, mit dem Tod endet und dazwischen in jeder Phase ihres Verlaufs der kundigen Assistenz der Ärzte und vor allem der Psychohygiene-Experten bedarf. Das mag dem aufmerksamen Leser irgendwie bekannt vorkommen, kein Wunder. Denn die moderne psychiatrische Ideologie ist die traditionelle Ideologie der christlichen Theologie, angepasst an ein wissenschaftliches Zeitalter. Statt in Sünde wird der Mensch jetzt in Krankheit geboren. Statt irdisches Jammertal ist das Leben jetzt ein Tal der Krankheiten. Und wie der Mensch den Weg von der Wiege bis zum Grabe früher an der Hand des Priesters zurücklegte, so führt ihn jetzt der Arzt. Kurzum, war im Zeitalter des Glaubens die Ideologie christlich, die Technologie klerikal und der Fachmann der Priester. So ist im Zeitalter der Verrücktheit die Ideologie medizinisch, die Technologie klinisch und der Experte der Psychiater. Wie schon oft bemerkt wurde, stellt diese Medizinierung und Psychiatrisierung und noch allgemeiner gesagt, diese Technisierung persönlicher, sozialer und politischer Belange in der Tat ein allgegenwärtiges Kennzeichen der modernen bürokratischen Zeit dar. Was ich hier in ein paar Sätzen und etwas ausführlicher in den folgenden Essays dieses Bandes einzufangen versucht habe, ist nur ein Zug, wenn auch ein wichtiger Zug dieser modernen wissenschaftlich-technologischen Ideologie, nämlich die Ideologie der Normalität und des Irrsinns, der Psychohygiene und der Geisteskrankheit. Ich habe früher mehrfach betont, dass ich diese Ideologie lediglich für alten Wein in neuen Schläuchen halte.
Immer haben Herrscher gegen ihre Untertanen sich verschworen und sie in Banden zu halten gesucht und um ihrer eigenen Ziele willen noch stets auf Gewalt und Betrug zurückgegriffen. Wo die Rechtfertigungsrhetorik, mit der der Unterdrücker seine wahren Absichten und Methoden bemäntelt und falsch darstellt, am effektivsten ist, wie sie es früher in einer technologisch gerechtfertigten Tyrannei war. Dort gelingt es dem Unterdrücker nicht nur, sein Opfer zu knechten, sondern auch, ihm das Vokabular zu nehmen, mit dem er seinen Leidensweg hätte ausdrücken können. Damit macht der Unterdrücker das Opfer zu einem Gefangenen, dem jegliche Fluchtmittel versagt sind. Genau das hat in unseren Tagen die Ideologie des Wahnsinns erreicht. Sie hat es geschafft, ungeheuer viele, manchmal gewinnt man den Eindruck, fast alle Menschen eines eigenen Vokabulars zu berauben, indem sie ihre missliche Lage ausdrücken könnten, ohne sich an eine psychiatrische Perspektive zu halten, die den Menschen als Person verstümmelt und ihn als Bürger unterdrückt. Wie alle Ideologien findet die des Wahnsinns, vermittelt im pseudowissenschaftlichen Jargon psychiatrischer Diagnosen, Prognosen und Behandlungen, verkörpert in bürokratischen Systemen der institutionalen Psychiatrie und ihren Nervenkliniken genannten Konzentrationslagern ihren charakteristischen Ausdruck in dem, was sie bekämpft, die Bindung an eine offiziell verbotene Vorstellung von oder Definition der Realität. Die von uns als verrückt bezeichneten Menschen haben zu ihrem Glück oder Unglück in den wirklich wichtigen Fragen des Alltagslebens Stellung bezogen. Darin mögen sie recht getan oder geirrt haben, mögen sie weise oder dumm, als Heilige oder als Sünder gehandelt haben. Wenigstens sind sie nicht neutral. Der Irre murmelt nicht, wie oft der Neurotiker, ängstlich vor sich hin. Er wisse nicht, wer er sei, sondern behauptet zuversichtlich, er sei der Heiland oder der Entdecker einer Weltfriedensformel. Ebenso wenig fügt sich eine verrückte Frau resignierend in die unbedeutende Identität einer Haussklavin, wie es ihr normales Gegenstück durchaus fertig bekommt. Vielmehr verkündet sie stolz, dass sie die heilige Jungfrau ist oder das Opfer eines heimtückischen Anschlages ihres Gatten gegen sie. Wie tritt der Psychiater dem sogenannten Geisteskranken als Patienten oder den als geisteskrank Inkriminierten gegenüber? Wie reagiert er auf ihre Behauptung und auf die Behauptung jener, die aufgrund ihres Verhältnisses zu dem Patienten ein Interesse an seinem Zustand haben? Scheinbar benimmt sich der Psychiater so, wie es von dem medizinischen Wissenschaftler, der zu sein er vorgibt, erwartet wird. Er bleibt leidenschaftslos und neutral im Angesicht der Geisteskrankheiten, die er diagnostiziert und heilen versucht. Aber was, wenn diese Krankheiten, wie ich meine, zum großen Teil menschliche Konflikte und die Produkte solcher Konflikte sind? Wie kann ein Experte seinem Mitmenschen in einem Konflikt helfen und selbst dabei abseits stehen? Die Antwort lautet, er kann es nicht. Während sich die Psychiater also nach außen hin als neutrale Wissenschaftler geben, sind sie in Wirklichkeit die höchst inobjektiven Anwälte einer Partei in einem gegebenen Konflikt und die Gegner einer anderen. Hat es der Psychiater mit kleineren ethischen und sozialen Konflikten zu tun, wie sie neurotische Patienten oft präsentieren, befürwortet er de facto zumeist die selbstdefinierten Interessen des Patienten, wobei er zugleich gegen die Interessen jener verstößt, mit denen der Patient in Konflikt liegt. Aber wo es der Psychiater mit großen ethischen und sozialen Konflikten zu tun hat, wie sie Psychotiker oft präsentieren, bezieht er Stellung gegen die selbstdefinierten Interessen des Patienten und unterstützt die Interessen derer, mit denen sich der Patient im Konflikt befindet.
Ich möchte damit folgenden Gedanken herausarbeiten. In beiden Fällen verbergen und mystifizieren die Psychiater gewohnheitsmäßig ihre Parteilichkeit hinter einer nebelhaften therapeutischen Neutralität, ohne sich je als Verbündete oder Gegner des Patienten zu bekennen. Statt Freund oder Feind behauptet der Psychiater, Arzt und Wissenschaftler zu sein. Statt seine Eingriffe als für den Patienten hilfreich oder schädlich, befreiend oder belastend zu definieren, beharrt der Psychiater darauf, sie als Diagnose und in Behandlung einer Geisteskrankheit zu definieren. Und genau darauf beruht nach meiner Ansicht das moralische Versagen und die technische Unzuständigkeit des zeitgenössischen Psychiaters. Die folgenden Aussagen, die ich fast alle aus geradewohl zeitgenössischen psychiatrischen Quellen entnommen habe, veranschaulichen die vorsätzliche Entmoralisierung und Technisierung ethischer Probleme zwecks Rechtfertigung des angestrebten psychiatrischen Managements. So schreibt Edward Sachar, Lehrbeauftragter für Psychiatrie am Albert Einstein College of Medicine in New York City. Da der Psychiater von einem wissenschaftlichen Standpunkt aus jedes Verhalten, kriminelles wie gesetzestreues, gesundes wie krankes, als determiniert betrachten muss, findet er die Frage einer moralischen Verurteilung des Individuums unangebracht. Genau wie die Funktion des kranken und des gesunden Körpers in Übereinstimmung mit den Gesetzen der Physiologie ablaufen, so funktionieren kranke und gesunde Psychen im Einklang mit den Gesetzen der Psychologie. Der Befund der Zurechnungsfähigkeit besagt für den Psychiater, dass der Kriminelle sein Verhalten ändern muss, ehe er seinen Platz in der Gesellschaft wieder einnehmen kann. Diese Injunktion ist kein Gebot der Moralität, sondern sozusagen eines der Realität. Ernest G. Poser, Lehrbeauftragter an den Departments Psychologie und Psychiatrie der McGill-Universität zu Montreal, hat im Clinton Prison in Dannemora, New York, mit finanzieller Unterstützung von Gouverneur Rockefellers Committee of Criminal Offenders Experimente durchgeführt, über die es heißt, sie versprechen dazu beizutragen, dass wir eines Tages den Punkt erreichen, wo die Entscheidung, ob eine Person hinter Gitter kommt, nicht aufgrund ihrer Schuld oder Unschuld gefällt wird, sondern in Abwägung der Möglichkeit, ob sie ein weiteres Verbrechen verüben wird oder nicht. Karl Menninger, Doyen, der amerikanische Psychiater, predigt dieses Evangelium nun schon seit über 40 Jahren. In seinem Buch mit dem entlarvenden Titel »The Crime of Punishment« schreibt er: »Für Wissenschaftler hat das Wort Gerechtigkeit etwas Irritierendes. Kein Chirurg erwartet bezüglich einer Krebsoperation die Frage, ob sie gerecht sei oder nicht.« Gleichermaßen absurd finden Verhaltenswissenschaftler Gerechtigkeitserwägungen, wenn über das weitere Geschick einer Frau zu entscheiden ist, die ihre Neigung zu Ladendiebstählen nicht zügeln kann, oder über das eines Mannes, der seines Impulses zu tätlichen Angriffen auf anderen Menschen nicht Herr wird. Damit ist Verbrechen nicht mehr ein Problem von Recht und Moral, sondern eines der Medizin und der Therapie. Diese Umwandlung des Ethischen in etwas Technisches, des Verbrechens in Krankheit, des Rechts in Medizin, der Strafrechtslehre in Psychiatrie und der Bestrafung in Therapie wird freilich auch von vielen Ärzten, Sozialkundlern und Laien begeistert gut geheißen. So erklärt Roger Jelinek in seiner Besprechung von Menningers »The Crime of Punishment« in den New York Times: Wie Dr. Menninger mit ätzender Schärfe nachweist,
sind Verbrecher gewisslich krank, nicht böse. Verbrecher sind gewisslich krank, sagen die Verhaltenswissenschaftler und ihre Anhänger. Die Bestrafer sind kriminell, ergänzt Menninger. Wir sollen mithin glauben, dass die ungesetzlichen Handlungen Krimineller die Symptome einer Geisteskrankheit und die rechtmäßigen Handlungen der Rechtspflegeorgane Verbrechen sind. Demnach sind die Strafenden aber selbst Kriminelle und folglich ebenfalls krank, nicht böse. Hier haben wir den Geisteskrankheitsideologen bei seiner Lieblingsbeschäftigung ertappt. Bei der Fabrikation von Wahnsinn. Verbrecher sind gewisslich krank. Darüber denke man nach, ohne zu übersehen, dass jeder überführte und verurteilte Gesetzesbrecher per Definitionem ein Straftäter ist, und das gilt nicht nur für den gelungenen Mörder, sondern auch für den Arzt, der eine illegale Abtreibung vornimmt, nicht nur für den bewaffneten Räuber, sondern auch für den Geschäftsmann, der seine Einkommensteuererklärung betrügerisch frisiert, nicht nur für den Brandstifter und den Dieb, sondern auch für den Glücksspieler und den Hersteller, Verkäufer und oft den Verbraucher verbotener Drogen, Alkohol während der Prohibitionszeit, Marihuana heute. Alles Verbrecher. Keine Bösewichte sind sie und gut auch nicht, nur eben geistig, seelisch krank. Jeder ohne Ausnahme. Aber nicht vergessen, es müssen immer die anderen sein, niemals wir selber. Kurz gesagt, während der sogenannte Verrückte jemand ist, der sich charakteristischerweise bindet, festlegt, ist der Psychiater jemand, der charakteristischerweise genau das nicht tut. Eine falsche Neutralität in den anstehenden Fragen behauptet, schließt er den Irren und seine so lästigen Behauptungen von der Gesellschaft aus. Da die Psychiater einer ehrlichen und verantwortungsbewussten Stellungnahme zu den von ihnen behandelten Problemen ausweichen, bleiben die wichtigen intellektuellen und moralischen Missstände der Psychiatrie uneingestanden und werden nicht untersucht. Wir können sie in die Form mehrerer Fragen zu grundsätzlichen Entscheidungen über Natur, Bereich, Methoden und Werte der Psychiatrie kleiden. Erstens. Ist das Feld der Psychiatrie das Studium und die Behandlung medizinischer Zustände oder das Studium und die Beeinflussung sozialer Verhaltensweisen? Mit anderen Worten, untersucht die Psychiatrie Krankheiten oder aber Rollen, Ereignisse oder Handlungen? Zweitens. Ist das Ziel der Psychiatrie das Studium des menschlichen Verhaltens oder die Lenkung menschlichen Fehlverhaltens? Mit anderen Worten, will die Psychiatrie Erkenntnisse und Einsichten fördern oder will sie Fehlverhalten regulieren? Ist die Methode der Psychiatrie der Austausch von Kommunikation oder diagnostischen Testen und kuratives Behandeln? Mit anderen Worten, worin eigentlich besteht die psychiatrische Praxis? Im Zuhören und Reden oder im Verschreiben von Drogen, in Gehirnoperationen und im Einsperren der als geisteskrank bezeichneten Menschen? Viertens. Ist schließlich der Leitwert der Psychiatrie der Individualismus oder der Kollektivismus? Mit anderen Worten, will die Psychiatrie dem Individuum dienen oder dem Staat? Für die derzeitige Psychiatrie ist charakteristisch, dass sie sich vor allen diesen Fragen systematisch drückt. So gut wie sämtliche Zeitschriftenartikel oder Bücher von der Hand anerkannter psychiatrischer Kapazitäten bestätigen diese Behauptung. Zwei kurze Beispiele mögen es belegen. In dem früher zitierten Artikel lehnt Sacher ausdrücklich die Auffassung ab, der Psychiater sei in einer Konflikt-
Partei. Sacha schreibt, wem zuliebe versucht der Psychiater denn, den Verbrecher zu ändern? Diesem oder der Gesellschaft zuliebe? Um beider Willen würde er argumentieren, genau wie der Arzt bei einem Pockenanfall unmittelbar daran denkt, den Patienten zu retten, aber auch daran, die Gesellschaft zu schützen. Roy Grinker, der Direktor des Institute for Psychosomatic and Psychiatric Research and Training des Mike Rees Hospital and Medical Center in Chicago, verteidigt in einem Essay den Gedanken, Geisteskrankheit sei eine Krankheit und schreibt: Das medizinisch richtige Modell ist eines, in dem der Psychotherapie nur die Rolle eines Teils zukommt. Therapeutisch gesehen gehört zum Gesamtgebiet die Wahl der therapeutischen Umgebung, wie beispielsweise Privatwohnung, Klinik oder Krankenhaus. Die Wahl der Therapie, wie beispielsweise Drogen, Schockbehandlung und Psychotherapie. Grinker spricht von Wahl und schweigt sich doch diskret zugleich strategisch über alle Fragen aus, die ich oben aufgeworfen habe. Er sagt nicht, wer die therapeutische Umgebung oder die Therapie bestimmt. Der Patient? Seine Verwandten? Der Psychiater? Der Richter? Der Gesetzgeber? Und er sagt auch nicht, was geschieht, wenn der Patient sich nun dafür entscheidet, kein Patient zu sein, oder wenn der Psychiater die Einweisung in eine Heilanstalt empfiehlt und der Patient nicht will. Diese weißen Stellen sind kein Zufall, sondern, wie ich in den folgenden Essays zeigen möchte, die Quintessenz der heutigen wissenschaftlichen Psychiatrie. Das Mandat des zeitgenössischen Psychiaters, das heißt des berufsloyalen, dynamischen oder progressiven Psychiaters, besteht genau darin, die ethischen Zwangslagen des Lebens zu verschleiern, ja zu leugnen und sie in medikalisierte und technisierte Probleme umzuwandeln, die professionell gelöst werden können. Kurzum, ich werde zu zeigen versuchen, dass die Forderungen und die Praktiken der modernen Psychiatrie den Menschen entmenschlichen, indem sie auf der Grundlage pseudowissenschaftlicher Beweisführung das Bestehen, ja schon die bloße Möglichkeit einer persönlichen Verantwortung bestreiten. Aber das Konzept der persönlichen Verantwortung steht im Mittelpunkt der Auffassung von Menschen als moralisch handelndes Wesen. Ohne es wird die Freiheit des Einzelnen, das höchste Gut des westlichen Menschen, zu einer Leugnung der Realität, einer wahren psychotischen Täuschung, mit dem Ziel, dem Menschen eine Größe anzudichten, die er in Wahrheit nicht besitzt. Eindeutig ist demnach die Psychiatrie nicht schlichtweg eine medizinische Heilkunst. So lautet die Phrase, hinter der mit falscher Bescheidenheit heute viele, die sie praktizieren, gerne ihr wirkliches Tun verbergen. Sondern sie ist eine Ideologie und eine Technologie zur radikalen Umgestaltung der Menschen.